Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge Nummer 5 von der Women's Euro 2022 Edition, Sticker Edition. Und in den letzten beiden Folgen haben wir ganz viele Sticker eingeklebt, von daher sage ich mal, genug geklebt. Jetzt wird endlich mal wieder Zeit, ein paar Tütchen zu öffnen. Insgesamt werden wir jetzt 10 Stück öffnen, wir werden nichts einkleben. Wir werden in dieser Folge nur Sticker öffnen und zählen. Was zählen wir denn? Wir zählen nämlich, von welcher Mannschaft wir die meisten Sticker ziehen werden. Könnt ihr gerne direkt in die Kommentare jetzt, bevor ihr das Video anschaut, mal euren Tipp in die Kommentare hauen. Welche Nationalität werden wir am meisten Sticker ziehen? England, Österreich, Norwegen, Nordirland, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland und oder eine der anderen. Wer ja schon die letzten Folgen gesehen hat, der weiß vielleicht, von welchen Vereinen, von welchem Nationalteam wir schon relativ viele haben oder von welchem wir weniger haben. Vielleicht ist das so ein kleines Indiz, dass wir vielleicht von der jetzt mehr ziehen. Wir schauen auf jeden Fall mal. Und ich würde sagen, genug geredet, öffnen wir hier Tütchen Nummer 1. Und wir legen los hier direkt mit dem Gastgeber England, Bethany, England. What? Okay. Von Chelsea. England für England? Okay. Nordirland, McKenna. Dann haben wir hier Tisiak für Belgien. Oh, nochmal Nordirland. Damit geht Nordirland in Führung mit Kelsey Burrows. Schieben wir vielleicht direkt hier schon auch nach vorne mit 2. Und der offizielle Matchball. Packen wir einfach mal hier unten hin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier die meisten dieser Glitzer-Dinger wird. Aber die sind auch außer Konkurrenz. Es geht hier nur um die Nationalmannschaften. Und England gleicht die auch direkt schon aus. Ja, ich mache das so, dann sieht man auch die Flagge. So. Mit dem zweiten. Oh, erste Französin. Sehr nice. Nordirland. Ich würde sagen, die zählen aber nicht dazu, weil die ja woanders reingeklebt werden. Nicht bei dem Team-Dingens mit. Dann Belgien. Und dann haben wir hier das Maskottchen. Ja, sehen aus wie irgendeine Zeichentrickserie über Aliens. Okay. Naja, nächstes Tütchen. Bislang ist es noch relativ mau von den Nationalmannschaften her. Jedenfalls von der verschiedenen. Lang so ein bisschen eintönig. Aber hier haben wir Norwegen, die hatten wir noch nicht. Island auch mit Anna Dottir von AC Milan. Österreich, Gregor von SC Sand. Das ist ja Bundesliga, SC Sand. Ja, einer der etwas kleineren Vereine. Ist natürlich, glaube ich, sehr, sehr stolz, dass sie hier eine Nationalspieler bei der EM haben. Mikkelsen von SK Bran für Norwegen. Auch Norwegen, schon der zweite. Schieben wir Norwegen hier nach oben in die Zweierreihe und Sweden. Sweden, Hanna Bennison. Sweden zum Beispiel. Eine dieser Nationen, wo mir noch einige Sticker fehlen. Aber England gönnt sich hier Sticker Nummer 3. Geht nach vorne. Dann haben wir hier Holland. Ich schieb die mal hier weg. Und dann haben wir Nordirland. Das Logo zählen wir aber mit. 3 Italien. Mit dem Boateng und Christensen. Von Rosenborg für Dänemark. Dänemark hatten wir noch nicht. Nee, hatten wir nicht. Ich will natürlich auch aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie was vermasel. Und weiter geht's mit Finnland. Finnland hatten wir bislang auch noch nicht. Spanien hatten wir auch noch nicht. Jetzt wird es natürlich eng. Lege ich einfach mal hier daneben. Dann Schweiz. Schweiz hatten wir auch noch nicht. Auch einfach mal hier. Ich sage, obere Reihe ist die, die, wo die, die mit denen am meisten sind. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Dänemark auch 2-2-2. Die sind auch 2 ja. Wir packen erst nach oben, wenn es 3 sind. Ansonsten bin ich hier nur noch am Rumschieben. Und das ist auch nicht Sinn der Sache hier. Aber Italien. Italien als nächstes. Buonasera. Ne, Bonanzi. Bonanzi. Dann Stokes. Demi Stokes. Oh, England mit Nummer 4. Oh, da muss Nordirland jetzt nachziehen. Schweizer mit der 2. Oh, Italien. Müsste jetzt die 3. gewesen sein. Ja, das sind 3 Stück. Ja, kommt hier. Und Belgien hier nach unten und Italien mit 3 Stück jetzt in der oberen Reihe. Und England macht den 5. voll mit Kirby von Chelsea. Oh, oh, oh. Das ist, wir haben noch, das ist jetzt das viertletzte Tütchen. Es kann sich noch was ändern, aber das wird natürlich schwer. Das wird schwer, sage ich euch. Southampton ist auch noch mit dabei. Netherlands, die zählen aber nicht mit. Aber die zählt mit. Van S, Kika von Twente und Spanien, Dolores Gallardo. Erst jetzt weiter. Ja, haben wir eigentlich bloß hier Italien, Nordirland, die müssen hier nachziehen. Die brauchen hier die
Big Hits. Aber Netherland mit 3 Stück. Oh, jetzt hier wieder ein Hin- und Hergeschiebe. Die haben 3. Belgien hat jetzt auch 3. Nordirland macht ihren 4. hier mit Burns. Jack Burns. Mrs. Burns legt eine raus. Und dann haben wir Österreich. Wiener Reuter von Grasshopper Zürich. Österreich erst Nummer 2. Mir fällt gerade eben ein, noch keine einzige deutsche Spielerin. Oh mein Gott. Ja gut, die können hier glaube ich nicht mehr den Pot abräumen. Island mit der 2. Und Spanien jetzt auch schon mit der 3. Oh, Belgien. Oh, ist hier wieder oh mein Gott, ich sehe schon wieder. Habt ihr es auch gesehen? Ich denke schon. Aber erstmal packen wir Belgien hier nach oben. Netherland kommt wieder weg. Mit 4, Belgien um Platz 3. Aber England hier mit Midi Bright Nummer 6. Oh mein Gott, 6 Stück. Ja, und Frankreich der 2. Also ich habe mit allen gerechnet, aber nicht England, weil England habe ich eigentlich schon recht. Eine recht gute Anzahl. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass da noch so viele kommen. Aber so ist das. Kommen wir jetzt zu España. Letzte Stickertütchen war das. Jetzt alles oder nichts. Nur Irland muss jetzt hier, glaube ich, 2 oder 3 Stück sogar drin haben. Erstmal haben wir Calden Tay der Spanier mit schon Nummer 4 müsste das sein. 1, 2, 3, 4, ja. Kommen dann jetzt auch nach oben. Italien nur 3. Luana Bühler von der Schweiz. Von der Schweiz. Schweiz hatten wir. Hatten wir keine einzige Schweiz. Hat da unten auch eine Schweiz. Ja, 3 von der Schweiz. Norwegen. Hatten wir nicht. Doch, hier unten auch. Jetzt auch 3. Da sind da schon 4, nee, sind nur 3. Island, auch 3, ganz viele 3. Und Schweden, 2. Kein einziger Deutsche. Es ist halt so. Aber Winner ist England mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stickern. Und der ist auch schon sehr, sehr grenzwertig geschnitten hier. Centering-mäßig, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Nordirland. Oh, waren sogar nur 4. Ich dachte, die hätten die 5 geschafft. Nordirland teilt sich den 2. Platz mit Belgien, die auch 4 haben, und Spanien, die auch 4 haben. Ich glaube, das waren die einzigen mit 4. Die hatten 3. Italien war auch noch bei 3. Genau, Holland auch noch bei 3. Okay, dann sind wir fertig. England hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Engländer. Ob die jetzt auch das Turnier gewinnt? Vielleicht, vielleicht nicht. Es ist eine andere Form Predictions, aber wenn ihr die einzelnen Spiele als Prediction sehen wollt, unten in der Beschreibung ist mein TikTok-Kanal. Schaut gerne mal vorbei und da seht ihr dann, wie die Spiele ausgehen werden auf Pack-Fanatic-Basis, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr so eine Art des Öffnens auch feiert. Ich fand es relativ spannend, hat ein bisschen Spaß reingebracht und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann und tschüss.